Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Schimmeldonner? Ja. Ah, sehr angenehm. Ich heiße Christina Mayer. Ich bin Account Managerin aus dem Haus Axis Capital. Ah, Herr Schimmeldonner, Sie haben unsere Werbungsseite besucht. Ja, es geht um Trading. Sie sind interessiert dafür, richtig? Nö. Ja, hören Sie mich. Was? Hören Sie mich, ja? Ja, ich höre Sie. Sehr gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie schon mal investiert? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr hört's ja schon, es geht hier wieder richtig intelligent weiter. Die nette Dame, die fragt mich, ob ich da ja Interesse zu habe, und ich sage einfach nö. Und dann macht sie weiter. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Ihr wisst, worum es hier wieder geht. Wir haben wieder eine Betrügerin dran, die jede Menge Geld von uns erbeuten möchte, ohne eine Leistung zu hinterlassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Kein Problem. Ja, wissen Sie, bei uns, Sie können das probieren. Unsere Plattform ist für den Anfänger. Es ist überhaupt so ganz normal, dass Sie keine Erfahrung haben. Also, unsere Plattform heißt Axis Capital, als ich habe es schon gesagt. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen Information geben. Ja, wie können Sie mit uns verdienen? Ja, probieren. Und dann, Sie können eine Entscheidung treffen, ob Sie Interesse haben, ja oder nicht. Also, bei uns können Sie mit dem Robotersystem arbeiten und mit dem Finanzanalytiker. Robotersystem, ja, es ist ein automatisches System. Dieses System kontrolliert Ihr Konto 24 Stunden pro Tag. So, zum Beispiel, sagen Sie mir bitte, arbeiten Sie jetzt den ganzen Tag oder Sie haben viel Freizeit? Wie meinen Sie das? Ich meine, also dieses System, wenn Sie keine Zeit haben, ja, so, dieses System macht alles für Sie. So, Sie brauchen nicht mehr als 5 Minuten. Ja, wissen Sie, 80% unserer Kunden sind so berufstätig, ja, und Sie können nicht alles bei sich selbst machen. Ja, und hier fängt der Betrug eigentlich erst so richtig an. Denn wer ruft bei euch an und verspricht euch ein System, das alles für euch macht, damit ihr reich werdet? Richtig, niemand. Denn es geht hier um CFD-Trading. CFD-Trading ist ein kopierter Markt, also nicht der echte Handelsmarkt und auch nicht der echte Aktienmarkt. Das ist einfach kopiert und nur firmenintern bei der Firma, wo ihr seid. Also mal angenommen, das wäre jetzt hier ein legales Unternehmen, was es nicht ist. Aber es gibt ja auch solche Unternehmen in legal. Da ruft euch erstmal in der Regel keiner an und verkauft euch den Quatsch hier. Und da ruft euch auch niemand an und verspricht euch irgendein Roboter, der euch reich macht. Denn man muss sich ja mal überlegen, jedes Geld, was ihr bekommt, bekommt die Firma nicht. Und jedes Geld, was ihr euch einsteckt, hat die Firma weniger. Und welche Firma möchte das? Richtig, keine. Und Sie benutzen dieses System. Mit diesem System, ja, da verdienen Sie mehr bis 30% Ihrer Betrag. Bis 30%. Mit den Finanzanalytikern natürlich können Sie mehr verdienen, mehr als 30%. Ja, Sie werden zusammen die beste Strategien wählen, der beste Produkt für Sie wählen. Zum Beispiel, möchten Sie mit Kryptowährungen, Aktien oder Rohstoffen handeln? War das eine Frage? Mit welchem Produkt sind Sie interessiert? Mit Kryptowährungen, Aktien oder Rohstoffen? Oder wissen Sie noch nicht? Weiß ich nicht. Keine Sorge, ja. Wenn Sie mit Kryptowährungen handeln, natürlich können Sie mehr verdienen. Ja, dieser Markt steigt sofort und ja, wissen Sie, was passiert jetzt auf dem Finanzmarkt? Bitcoin hat gesunken, ja, und heute ist die beste Zeit, um diese Kryptowährung zu kaufen. Die nette Lady erklärt mir hier gerade, der Bitcoin hat gesunken. Ja, das hat er. In der Tat. So, und hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo das Telefonat hier gelaufen ist, den Bitcoin gekauft, dann wäre ich jetzt eine richtig arme Sau. Denn der Bitcoin, der hat noch mehr gesunken in der gesamten Zwischenzeit. Und zwar auf sein historisches Tief. Seitdem dieser Bitcoin überhaupt existiert, ging die Richtung ja grundsätzlich gesehen immer nur nach oben. Mittlerweile ging sie aber mal so richtig extrem nach unten. Quasi das Nach-Corona-Tief, nachdem alle da ihr Geld drin versenkt haben. Ja, richtig. Das ist passiert. Als Corona losging, haben diese netten Typen angefangen, hier so richtig in Deutschland zu nerven. Und naja, jetzt ist der Bitcoin-Markt auch hinüber und hätte ich zu der Zeit da investiert, ja, dann wäre ich mein Geld jetzt los gewesen. Und zwar eindeutig, denn der Markt, der ist rückwirkend betrachtet, komplett zusammengebrochen.
Das weiß ich, dadurch, dass die Gespräche hier, als sie am Telefon gelaufen sind, bis zum Schnitt, also per se jetzt, schon eine Weile an Zeit vergangen ist. Und von daher ist es immer wieder interessant, einfach rückwirkend mal zu betrachten, was eigentlich aus meiner Investition geworden wäre. Richtig, nix. Und das wissen die auch. Und deswegen hätten die auch gar nicht investiert, sondern sich das Geld in der Tasche gesteckt und wären heute dann einfach offline, was die Firma auch mittlerweile wieder ist. Ja, und dann, ein paar Tagen, können sie diese Kryptowährung verkaufen und Profit bekommen. Und ja, wenn das weiter sinkt? Wie bitte? Und wenn das weiter sinkt? Wenn das weiter sinkt, sie können dann in anderen Produkten probieren. Zum Beispiel, sie können mit Aktien, ja, und oder Rohstoffen investieren, in Aktien oder Rohstoffen. Natürlich, alle diese Prozesse sind kontrolliert bei uns, bei den Finanzanalytikern, bei diesem Robotersystem. Und es ist das Wichtigste, sie machen nichts allein, sie müssen nicht denken, mit welchem Produkt muss ich jetzt arbeiten, ja? Deswegen ist es besser, wenn sie keine Erfahrung haben. Wissen Sie, einige unserer Kunden, ja, wenn sie zu uns ja kommen, sie haben eine schlechte Erfahrung, weil sie alles bei sich selbst gemacht haben. Ja, und die nette Dame, die versucht jetzt hier zu erklären, dass andere Kunden, weil sie selbst gehandelt haben und nicht den Roboter das Ganze überlassen haben, ihr Geld verloren haben. Dass das auch Blödsinn ist, das sollte, denke ich mal, ganz klar sein. Denn die Kunden, die sie meint, die wurden wahrscheinlich schon betrogen. Was hier jetzt im Nachgang ja auch passieren soll. Also schon irgendwie fragwürdig. Die werben damit, dass die Leute nicht betrügen und andere ja schon irgendwie drauf reingefallen sind und machen es eigentlich selber nur nach. Immer wieder interessant. Und haben so Geld verloren. Aber bei uns, seien Sie sicher, das passiert nicht. Ja, wenn Sie unsere Schulungen, wenn Sie uns hören, ja, Sie sind sicher. Sie sind unterstützt. So, ich habe nicht gesagt, Sie haben bei uns 2 Wochen Probenperiode. Ja, und während diesen 2 Wochen, Sie können entscheiden, ja, Ihre Entscheidung treffen, ob Sie mit uns weiterarbeiten wollen oder nicht. Während diesen 2 Wochen, Sie können alles buchen, probieren, verstehen, wie der Markt funktioniert und dann Ihre Entscheidung treffen. Ja, Sie können während dieser Probenperiode alle Dienste kostenlos benutzen, ja, mit der Finanzanalytiker auch kostenlos arbeiten, ja, und dann entscheiden, ja. Aber dann verdiene ich ja auch in den 2 Wochen nichts, wenn das kostenlos ist. Nach diesen Probenperiode, wenn Sie Gewinn haben, ja, bezahlen Sie uns bis 3%, wenn Sie mit dem Robotersystem arbeiten, nur nach dieser Probezeit. Wenn Sie mit dem Finanzanalytiker arbeiten, bezahlen Sie uns bis 5%, ja, da mit dem Finanzanalytiker verdienen Sie mehr. Aber nur, wenn Sie mehr als 1.000 Euro verdienen, nur in diesem Fall. Und wann verdient man die 1.000 Euro? Wie bitte? Wann verdient man die 1.000 Euro? Wenn Sie weniger als 1.000 verdienen, Sie bezahlen uns diese Prozent nicht. Aha. Und wie viel Prozent kann man da machen? Was meinen Sie? Pro Monat wie viel Prozent? Zum Beispiel, ich kann sagen, pro Monat, Sie können bis 30% mit dem Robotersystem verdienen. Mit dem Finanzanalytiker mehr als 30%. Und dann, wenn Sie beide Dienste benutzen, ja, natürlich verstehen Sie, Ihr Gewinn ist sehr hoch. Zum Beispiel, wir haben 3 Kontotypen, unser Mindestens ist 250. Und gewöhnlich, 2 Wochen ist genug Zeit, um erste Profit zu bekommen. So, wenn Sie 250 investieren, gewöhnlich verdienen unsere Kunden von 650 bis 750 Euro. Aber wie geht denn das denn mit 30%? Weil 30% von 250 Euro können ja nicht 600 bis 700 Euro sein. Ja, aber Sie benutzen beide Dienste und Ihr Gewinn wird höher, verstehen Sie. Ja, aber dann ist ja der Gewinn nicht im Monat, sondern dann liegt ja die Gewinnspanne kürzer. Weil wenn Sie mir sagen, 30% im Monat, dann kann ich ja nicht im Monat 600 bis 700 Euro machen. Das geht ja technisch nicht. Es ist abhängig davon, mit welchem Produkt handeln Sie. Wenn Sie mit Aktien oder Rohstoffen handeln, verdienen Sie weniger. Wenn Sie mit Kryptowährungen handeln, verdienen Sie mehr. Und hier, ich kann nicht sagen, was kann passieren.
Sie können mit dem Finanzanalytiker sprechen und Ihre Entscheidung verändern. Ja, heute Sie investieren in Krypto, morgen investieren Sie in Aktien. Das ist abhängig davon, welche Situation ist auf dem Finanzmarkt. Ja, wir können das nicht jetzt sagen. Ja, aber jetzt haben Sie mir das ja immer noch nicht erklärt, weil wenn Sie mir sagen, dass man da 600 bis 700 Euro machen kann, aber 30% sind nach meinem Verständnis 75 Euro. Können Sie bitte wiederholen? Ich konnte nicht hören. Ja, von 250 Euro sind 30% 75 Euro Gewinn im Monat. Wie kommen Sie denn auf 600 bis 700? Das wären ja 300%. Nein, 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 nein. Wissen Sie, Sie bekommen 30%, wenn Sie mit einem Produkt handeln. Ja, wenn Sie mehr Produkte benutzen, Sie benutzen mehr und dieser Prozent steigt. Ja, so gerade haben Sie noch gesagt, monatlich 30%. Was denn nun? Bis 30% mit dem Robotersystem. Ja, im Monat. Das kann per zwei Wochen, das kann per Monat sein. Wissen Sie, es ist Finanzmarkt. Wir können das nicht, wie kann ich sagen? Einen Moment. Also auch 30? Genaue Prozent kann ich nicht sagen. Ja, aber warum sagen Sie denn die genauen Prozent? Alle Risiken sind minimalisiert, aber es ist Finanzmarkt und wir können das nicht predigen. Ja? Ja gut, aber gerade haben Sie ja ganz präzise Zahlen mit 30% im Monat und im Monat von 600 bis 700 Euro gesagt. Aber das passt ja nicht. Gerade haben Sie ja von präzisen Zahlen gesprochen, jetzt auf einmal doch nicht. Da müssen Sie sich schon irgendwie selber einig sein, was Sie da so vorlesen. Einen Moment. Ich denke, Sie können jetzt mit einem Finanzberater sprechen. Sie wird Sie erklären. Einen Moment. Tja, wieder typisch. Sobald so ein Betrüger nicht weiter weiß, wird Hilfe gerufen und ja, war höchstwahrscheinlich die Person, die im Hintergrund die ganze Zeit schon zugehört hat, ist dann als nächstes am Telefon und versucht es dann einfach weiter. Tja, so läuft's halt bei den Betrügern. Wenn sie sich selber komplett verhaspeln in dem Skript, weil das alles einfach vorne und hinten überhaupt nicht mal im Ansatz passt und nichts zueinander passt, ja, dann macht man das halt einfach so, ne? Dann schaut man, ob man dann irgendwo noch einen Kollegen findet, der dann da weitermachen kann an der Stelle, wo man eben selber nicht mehr aufhören kann, damit der Quatsch und der Blödsinn genau an der gleichen Stelle wieder weiter einsetzt. Hallo? Ja? Hier ist Finanzberaterin Manuela Lima, sehr angenehm. Sie haben sich bei uns angemeldet, dass Sie möchten weitere Informationen über den Finanzmarkt kriegen. Bitte, ob Sie Fragen haben, stellen Sie mir. Ich bin da, um zu antworten. Na, weil die Kollegin hat gerade gesagt, man kann bei euch 30% im Monat machen, bei 250 Euro. Und das sind denn, bei 250 Euro sollen 30% 600 bis 700 Euro sein. Da habe ich das Gefühl, die Mitarbeiterin kann nicht rechnen. Ja, natürlich, sehen Sie. Abhängig davon, was für ein Produkt Sie wählen. Und zum Beispiel, Sie haben Kryptowährung jetzt gewählt. Sie können mit Prognose checken, was kann morgen passieren. Aber weil Ihr Finanzberater hat noch nicht, der ist als Produkt, meine ich, Sie können Kryptowährung wählen. Aber als Kryptowährung, ich weiß es nicht, ob Sie möchten mit Ethereum arbeiten. Ethereum kostet 3.000 Euro, aber Bitcoin kostet 44.000 Euro. Das ist Unterschied. Wenn Sie wählen Bitcoin, dann Ihr Profit kann mehr sein. Wenn Sie wählen Ethereum, Ihr Profit kann ein bisschen wenig sein. Wissen Sie, abhängig davon, was für ein Produkt Sie wählen und mit Robotsystem, mit künstlicher Intelligenz Sie arbeiten werden oder mit Finanzberater, das ist ganz unterschiedlich. Ob Sie mit Finanzberater arbeiten, natürlich 30%, also Gewinn können Sie machen, aber wenn Sie beide zusammen wählen, dann Ihr Profit kann verdoppelt sein, ja? Und ja, aber das natürlich passt ja auch wieder nicht mit der Rechnung. Prozente. Also die Mitarbeiterin hat gesagt, mindestens 30% Gewinn. Aber gleichzeitig, aber gleichzeitig hat die Frau gesagt, dass man 600 bis 700 Euro bekommt. Aber das haut ja nicht hin. 30% von 250 Euro sind 75 Euro. Sehen Sie, 30%, wenn Sie mit Finanzberater arbeiten, wenn Sie auch künstliche Intelligenz wählen, Ihr Profit kann mehr sein, aber man kann das nicht rechnen. Warum?
das ist ganz logisch. Wenn ich jetzt rechne, dann morgen etwas passiert, diese Kryptowährung sinkt oder steigt. Wie kann ich sicher sagen, was kann morgen passieren? Deswegen, ob Sie künstliche Intelligenz wählen, morgen Ihre Prognose wird im System zeigen werden und Sie können jederzeit sehen, was denn im Finanzmarkt passieren. Sie können Ihr Konto selbst kontrollieren. Und wenn Sie zum Beispiel Ethereum wählen, dann Ethereum, wie ich schon gesagt habe, kostet 3.000 bis 4.000, ja, das kann nicht mehr steigen, das kann nie 4.000 kosten. Aber Kryptowährung wie Bitcoin, heute ist 44.000, morgen das kann 44.000 sein. Wie kann ich für Sie Rechnung geben oder rechnen, was kann, wie viel kann Ihr Profit sein? Abhängig davon, was für ein Produkt wählen Sie und woran Sie investieren werden. Tja, also mal abgesehen davon, dass höchstwahrscheinlich wieder überhaupt niemand verstanden hat, was die hier von sich runtergeblabbert hat. Tja, es ist einfach nur dramatisch. Die verstehen selber gar nicht, was die da eigentlich den Kunden erzählen. Die machen Versprechungen und der Kunde, der hakt dann mal nach, wenn die Versprechungen, die sie da eigentlich selbst von sich geben, ja überhaupt gar nicht haltbar sind. Darauf habe ich sie aufmerksam gemacht. Und jetzt dreht sie den Spieß eigentlich um und sagt, ja, ich sollte doch mal nachdenken, das wäre ja unlogisch. Aber ich habe das ja nicht gesagt. Sie hat es doch gesagt, beziehungsweise ihre, ja, Blitzbirne davor. Und was ist jetzt das Problem? Was ist daran jetzt unlogisch? Das ist doch nicht meine Aussage unlogisch, sondern sie entkräftet eigentlich all das, was die Mitarbeiterin vorher gesagt hat. Tut aber so, als wär das meine Aussage. Also irgendwie verdrehen die jedes Mal alles, was die so brauchen, so wie sie es brauchen. Ohne dass es irgendwie Sinn und Verstand ergibt. Und das Schlimme ist, man merkt beim Telefonieren tatsächlich kaum, dass die einem das Wort im Mund umdrehen. Kriegt man erst mit, wenn man das nochmal ja zuhört. Weiß ich nicht, ob das Verkaufspsychologie sein soll oder einfach nur schon so dumm, dass man da schon gar nicht mehr mit, ja, dass das Gehirn schon aussteigt. Höchstwahrscheinlich eher so. Und mit welchem Produkt möchten Sie handeln? Ob Sie mit, ich weiß es nicht, ob Sie wählen künstliche Intelligenz, dann können Sie mehr verdienen. Ob Sie beide zusammen wählen, dann Ihr Finanzberater wird jederzeit kostenlose Schulungen geben und Sie werden nie Geld verlieren, weil wenn Sie mit künstlicher Intelligenz checken, was kann morgen passieren, Ihr Finanzberater hat so viele Erfahrungen und Kenntnisse, kann jederzeit Ihr Geld auszahlen lassen und in eine andere Kryptowährung investieren. Das bedeutet, Chancen, die Sie Ihr Geld verlieren, sind wenig, zum Beispiel 0,001%. Warum? Wenn eine Prognose zeigt, was kann morgen passieren, ein Finanzberater arbeitet den ganzen Tag, kontrolliert Ihr Konto und Sie auch selbst können, ja, weitere Informationen kriegen. Google, immer jederzeit können Sie öffnen und checken, was kann passieren. Es gibt solche Webseiten wie zum Beispiel eToro, investing.com, coinsbanking.com, solche Companies wie zum Beispiel investing.com, sie geben immer weitere Informationen und sie morgen können einfach öffnen und checken, was passiert heute im Finanzmarkt, was kann morgen passieren. Und viele Finanzberater, ja, Weltbekannte, sie geben für uns also Prognose und sie können eine Strategie bauen und sie können nie Geld verlieren. Das ist unmöglich, weil heute technisches Welt ist so entwickelt, dass man kann jederzeit also eine Prognose sozusagen bekommen und sehen, was kann morgen übermorgen passieren. Und das ist absoluter Blödsinn. Niemand kann voraussagen, wie morgen der Wirtschaftsmarkt so sein wird. Man kann es erahnen. Und man kann natürlich, ja, so kleine Vorhersagen treffen. Aber im Grunde genommen ist es wie beim Wetter. Müssen wir mal gucken, ob es denn nachher wirklich so ist. Weil es kann sich jederzeit durch, ja, tausende Faktoren der Markt spontan ändern. Und dann kommt ja noch dazu, dass dieser Markt, über den sie hier redet, ja nur ein kopierter Markt ist und nicht der wirkliche Börsenmarkt. Und das bedeutet, da kann man sowieso so viel manipulieren und bescheißen, wie man möchte. Das heißt, selbst wenn man da kein Demokonto bekommt und sein echtes Konto hat, müssen die das Geld trotzdem einfach nicht auszahlen. Und naja, wenn man da doch Gewinne macht, dann können sie die einfach trotzdem behalten. Also, wie man es dreht und wendet. Diese Firmen, die hier so anrufen und so ein Blödsinn erzählen und solche Geschichten, dass die exzellente Leute da hätten, die den Markt vorhersehen können und die bekanntesten Leute. Ja, welche denn? Wenn ich die bekanntesten Leute habe, dann würde ich vielleicht auch mal einen Namen nennen.
Aber ganz ehrlich, es gibt doch keine bekanntesten Leute, die irgendwelche Wirtschaftsvorhersagen so in dem Sinne treffen. Natürlich gibt es da ein paar Gurus, die irgendwelche bisschen Ahnung von dem ganzen Bums da haben. Naja, aber hellsehen, ich glaube, das wurde noch nicht erfunden. Bin ich der Meinung. Was jetzt passiert zwischen Russland und Ukraine, Sie können jederzeit also Neuigkeiten checken und sehen. Deswegen Bitcoin kann als eine Zahlungsmethode für Russland sein. Ja? Russland wird in Zukunft Bitcoin als Zahlungsmethode benutzen. Weil Russland kann keine Masterkarte, keine Visa-Karte benutzen. Russische nationale Währung sinkt und sinkt. Tja, und dass er jetzt hier schon wieder kompletten Müll erzählt hat, das lässt sich einfach dadurch nachvollziehen, dass ich die Telefongespräche ja immer ein kleines bisschen später schneide und nicht direkt nach dem Anruf. Nun liegt dieses Gespräch schon ein paar Wochen zurück. Und, naja, exakt das Gegenteil ist eingetreten von dem, was sie hier, vorher gekünstelt hat. Denn der Rubel, der hat definitiv nicht an Wert verloren, sondern ist absolut durch den Mond geschossen. Weil, naja, die Sanktionen, die wir hier so bringen, die bringen ja nichts. Das ist ja, aber es war ja auch vorher schon klar. Ist doch logisch, wenn ich dem Land verbiete, den Euro anzunehmen, dann nehme ich halt meine eigene Währung und akzeptiere nur noch diese, wenn sowieso alle auf meinen Krempel angewiesen sind. Tja, also dass das von vornherein schon klar war. Ja. Wenn man ein bisschen nachdenken kann und weiß, wie Währungen funktionieren, weiß man das auch vorher. Und sie hat ja hier exakt das Gegenteil erzählt. Tja. Schon irgendwie interessant. Und das soll eine Beraterin sein, die Ahnung hat und mein Geld verwalten soll? Rückwirkend betrachtet ist es echt interessant und lustig, was diese von sich geben. Denn irgendwie ist es immer exakt das Gegenteil von dem, was die vorhergesagt haben, was dann eingetreten ist. Genauso wie mit dem Bitcoin. Der Bitcoin ist ja auch nicht gestiegen, der ist gefallen. Tja, interessant. Tolle Beratung, die man hier angeblich bekommt. Und deswegen, das ist eine andere Möglichkeit, ja, eine andere Zahlungsmethode. Und russische Leute können das benutzen. Wenn sie das benutzen werden, natürlich, diese Währung wird steigen. Das ist ganz logisch. Deswegen, wenn sie heute kaufen, wenn das nur 44.000 kostet, morgen das kann zum Beispiel 65.000 kosten und in Zukunft werden sie das verkaufen. Verstehen Sie? Ja, aber letztendlich hat das ja jetzt mit keinem Wort meine Frage beantwortet. Sie haben jetzt, weiß ich nicht, 5 Minuten erzählt, Sie aber möchten, davon hat nichts meine Frage Sie beantwortet. Sie rechnen, wie viel Geld Sie verdienen nee, werden. Nein, 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 nein. Was möchten Sie denn? Die Mitarbeiterin hat gesagt, dass von 250 ja. Euro 30% ja. 600 bis 700 Euro entsprechen. Ja. Das hat die Mitarbeiterin gesagt. Und warum sagt die Mitarbeiterin das und Sie widerlegen das Ganze? Ja, und? Ja, das war jetzt die Frage, warum Sie das jetzt widerlegen, was die Mitarbeiterin sagt. Dann hat ja die Mitarbeiterin gelogen. Nicht belogen. Nicht naja, belogen. Doch. Sie hat ja gesagt, 30% sind 600 bis 700 Euro. Und Sie sagen mir jetzt gerade, dass das alles nicht stimmt. Ich sage nicht, alles nicht stimmt. Ich weiß es nicht, weil Sie mit meiner Kollegin gesprochen haben. Sie hat gesagt, 30%. Ich kann das behaupten. Ich kann das bestätigen. 30% wir garantieren. Aber das kann mehr als 30% sein, abhängig davon, was für ein Produkt Sie wählen. Ja, aber warum sagt denn die Mitarbeiterin, dass 30% von 250... Warten Sie mal, wenn Sie die ganze Frage zuhören, können Sie auch eine ganze Antwort geben, oder? Bitte. Die ganze Frage wäre, wenn die Mitarbeiterin mir von 250 Euro 30% Gewinn verspricht und sie sagt, das ist das Minimum und gleichzeitig sagt sie, das sind 600 bis 700 Euro. Nee, dann wären es ja 300% und nicht 30. Vielleicht. Ja, aber warum lügt denn die Mitarbeiterin im selben Satz? Vielleicht meine Mitarbeiterin hat für 1.000, für 2.000, für 3.000... Nein, das waren 250. ...hat einen Fehler gemacht. Wir alle sind Leute und wir können manchmal also einen Fehler machen. Ja, das ist nicht ein... Nee, ganz ehrlich, wenn ich ein Produkt verkaufe, was ja schon von vornherein illegal ist, weil sie es Double Opt-in nicht haben und hier nicht anrufen dürfen, dann kann ich nicht falsche Versprechungen machen und das dann hinterher als Fehler ausschreiben. Ich kann doch nicht sagen, ja, du wirst von mir ein blaues Auto bekommen, wenn du mir das Geld bezahlt hast und dann liefere ich dir einfach ein grünes. Und dann kann man nicht sagen, oh ja, Entschuldigung, ich war farbenblind, ich hab's nicht gewusst.
Das kann man doch nicht machen. Das ist Betrug. Und die schämen sich nicht mal dafür, wenn sie auffliegen. Weil selbst die Rechnungen, die da machen, die sind einfach nur Blödsinn und Bullshit. Weil die wahrscheinlich gar nicht rechnen können, ich weiß es nicht. Es macht alles keinen Sinn, was die einem da erzählen, aber ja, es ist ja ein super tolles Produkt, was sie einem da verkaufen wollen. Ich frage mich nur, was genau da jetzt toll ist. Weil alles, was die erzählt haben, der Bitcoin geht hoch, der ist runtergegangen. Der Rubel geht runter, der ist hochgegangen. Also alles, was die erzählen, ist kompletter Bullshit. Großes Schuld. Naja, bei Finanzgeschäften finde ich den Fehler schon nicht so angebracht. Sie wissen nicht, was für eine persönliche Probleme man hat. Vielleicht sie ist ein bisschen müde jetzt, ich weiß es nicht. Sie hat den ganzen Nacht gearbeitet. Ja, das ist nicht ein großes Schuld. Ja, aber dann gehören solche Leute ja nicht ans Telefon. Weil letztendlich, wenn es um Geldgeschäfte geht, dann will ich da niemanden sitzen haben, der mir Falschaussagen gibt. Sie sind immer, sie sind stabil, sie arbeiten sehr super flexibel, ja. Ihr Gehirn arbeitet 24 Stunden, ja. Wir sind Leute. Wir sind Leute, verstehen Sie? Ja, aber dann setzt man die Leute nicht so, dann setzt man die Leute keine 24 Stunden an die Hotline, sondern vielleicht nur 2 Stunden, damit sie auch in Höchstform arbeiten können. Ich bin einverstanden, deswegen sie hat weitergeleitet, Herr Weiß. Aha. Sie konnte nicht antworten, deswegen sie hat mir weitergeleitet. Entschuldigung, ich sage jetzt, aber wir alle sind Leute. Wenn wir einen Fehler machen, ja, das ist nicht Ende also der Welt. Nö, Ende der Welt nicht, aber Ende der Geschäftsbeziehung sicherlich, weil letztendlich, wem soll man denn da vertrauen? Wer weiß, wissen Sie, wenn man ein bisschen Logik hat, man kann selbst denken. Wieso kann man also mehr als, 50% garantieren, weil das ein Geschäft ist, ja, und vieles, was kann passieren. Also mich macht das ja echt wütend, was die da so erzählt. Die gibt nur Scheiße von sich, labert die ganze Zeit irgendeinen Müll und einen absolut unsinnigen Rotz und meint dann auch noch, man muss ja ein bisschen logisch denken. Ja, ganz ehrlich, wenn man ein bisschen logisch denkt, dann bezahlt man da grundsätzlich bei solchen Firmen überhaupt nichts ein. Weil wenn man nur ein bisschen logisch denkt, dann ergibt das da alles gar keinen Sinn, was die überhaupt von sich gibt. Ja, und rückwirkend betrachtet ist es alles sogar noch eine Vollkatastrophe, weil die Beratung nicht nur schlecht war, sondern komplett falsch. Das ist gleich mehrfacher Betrug. Also wie viele kriminelle Sachen hier eigentlich in diesem einen Gespräch laufen, einfach nur Wahnsinn. Das kann stabil sein, morgen das kann sinken, übermorgen das kann steigen, Herr Weiß. Sie können auch ein bisschen selbst, ja, logischerweise denken, was kann passieren. Und jederzeit, Google gibt da unveränderliche Informationen. Öffnen Sie und checken Sie selbst, ob Sie möchten selbst handeln. Ich sage nicht, nein, handeln Sie nicht, machen Sie keine weitere Schulung und ob Sie keinen Finanzberater brauchen, Sie können alles selbst machen. Nur was Sie bei uns machen können, ist ein bisschen denken und ein Konto aktivieren. Ein Konto für Sie aktivieren und Ihr Handel starten. Aha. Aktivieren Sie danach, ob Sie möchten, Sie können selbst handeln. Ob Sie möchten nicht mit unserem Finanzberater arbeiten, handeln Sie selbst. Ob Sie möchten mit künstlicher Intelligenz handeln, dann können Sie ein Robotsystem wählen natürlich. Danach werden Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater weiter diskutieren. Sie ist Account Managerin, ja? Sie hat nicht so finanzielle Kenntnisse, um zu erklären. Deswegen, sie hat vielleicht schon gesagt, sie werden in Zukunft mit ihrem eigenen Finanzberater weiter diskutieren. Und ihr Finanzberater wird weitere Kenntnisse und Schulungen geben. Ob eine Account Managerin macht etwas falsch, das bedeutet nicht, unser Unternehmen arbeitet falsch. Sie ist Account Managerin, sie kann das nicht rechnen, kann nicht korrekt sagen, kann nicht korrekt rechnen. Wissen Sie was? Also jetzt erzählt sie mir, dass die Mitarbeiterin von vorher nichts korrekt sagen und auch nichts korrekt rechnen kann und ich darauf auch nichts geben muss, weil sie ist ja nicht die Fachexpertin. Naja, aber warum ist sie diejenige, die bei mir anruft und mir diese Versprechungen macht? Also verstehen die eigentlich selbst, was die da so von sich geben und denken die eigentlich selbst irgendwie auch nur im Ansatz logisch nach, was die da tun? Ja, ich glaube, die wissen, was die da tun, aber die sind einfach nur skrupellos oder komplett blöd. Finanzberater hat finanzielle Kenntnisse. Finanzberater kann alles kontrollieren.
Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Ja, wenn Sie möchten, nicht mit mir, mit meiner Kollegin weiter diskutieren, machen Sie Ihre Kontoaktivierung, mein Herr. Danach automatischerweise, wir machen, also wenn wir einen Termin vereinbaren, Sie bekommen automatischerweise einen anderen Anruf von unserem Finanzberater und Sie können, wie lange, solange Sie weitere Schulungen und Kenntnisse und Rechnung brauchen, Sie können mit Ihrem Finanzberater weiter diskutieren, weil Finanzberater ist Finanzberater, Account Manager ist Account Manager, Account Manager aktiviert ein Konto, Finanzberater gibt weitere finanzielle Kenntnisse. Also Finanzberater ist ja ein deutsches Wort, aber Account Manager nicht. Dann sagen Sie doch lieber Callcenter-Mitarbeiter. Entschuldigung, ja, Callcenter-Mitarbeiter oder, oder Kundenberaterin. Ja, genau. Jetzt möchten Sie mit mir, ich weiß es nicht, diskutieren, weil ich internationale Wörter benutze. Ja, sind Sie dagegen? Das ist international. Viele verschiedene Nationen benutzen das. Das ist aus Englisch. Sie müssen das verstehen. Ich verstehe das schon, ja. Kundenberaterin. Kundenberaterin kann keine finanzielle Kenntnisse geben, aber Finanzberaterin kann doch finanzielle Kenntnisse geben. Ja, ja, das ist richtig. Ja, was Sie jetzt meinen, möchten Sie ein Konto aktivieren, oder? Na, haben Sie da nicht erstmal sowas wie ein Demokonto, wo man mal sich alles angucken kann? Leider wir kein Demokonto haben, mein Herr. Wir arbeiten mit seriösen Leuten, wir machen weitere Investitionen, wir haben keine Zeit, um zu verschwenden, ja? Wenn wir an der Leitung, also zum Beispiel mehr als 100 Leute haben, wir können unsere Zeit nicht verschwenden. Dann sagen Sie mir jetzt bitte, ob Sie ein Konto aktivieren werden oder nicht. Ja, mit einem Demokonto verschwendet man ja nicht seine Zeit. Da guckt ja, da würden Sie mich mal nicht immer unterbrechen? Mit einem Demo-Konto? Mit einem Demokonto verschwenden Sie ja nicht Ihre Zeit. Mit einem Demokonto könnte ich mir alleine ohne Ihre Zeit das Ganze erstmal angucken. Aktivieren Sie Ihr Demokonto und also sehen Sie, was kann passieren. Aber Sie haben sich angemeldet, um ein Konto zu eröffnen. Sie haben nicht also sich registriert, um ein Demokonto zu eröffnen, ja? Na doch schon. Ich sehe, dass Sie Geld investieren das möchten. Wusste ich ja vorher nicht, was da passiert. Ich habe mich ja bei einer Werbung angemeldet. Also wusste ich ja nicht, was hinterher passiert. Ich wusste ja nicht mal, dass überhaupt einer anruft. Das stand ja dann irgendwo. Was heute passiert? Und ich wollte grundsätzlich erstmal ein Demokonto eröffnen. Mein Herr, was kann morgen passieren? Niemand weiß, ob wir morgen leben werden oder nicht mehr. Wir wissen das nicht. Heutige Möglichkeit ist nur heute. Morgen, ich kann nicht garantieren, ob Sie 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen Probezeit haben oder überhaupt keine Woche Probezeit. Ob Sie morgen Bonus als Unterstützung bekommen können oder nicht mehr. Für morgen kann ich nicht garantieren. Ich bin an der Leitung hier jetzt zur Zeit. Ich muss ein Konto für Sie eröffnen. Ob Sie möchten, ob Sie seriös sind, ob Sie möchten ein Konto eröffnen. Ich bin für Sie da. Ich kann das öffnen. Ob nicht, ich kann meine Zeit leider nicht verschwenden. Verstehen Sie? Nee. Wenn Sie nicht verstehen, das war, dann was kann ich sagen? Ich kann Ihnen 4L-Folge wünschen, wenn Sie Demokonto öffnen. Ich hoffe, dass Sie Geld verdienen werden. Ja, ich hätte gerne erstmal ein Demokonto zum Testen, zum Ausprobieren, zum Gucken, wie die Seite funktioniert. Aber mit Demokonto werden Sie kein Geld verdienen. Ja, das ist mir schon klar, ja. Genau, mit das ist ja. 240? Was ist 240, mein Herr? Mit 240? Ja, auf dem Demokonto zahle ich gar nichts ein. Auf dem Demokonto probiere ich erstmal. Aber was ich sage, vielleicht können Sie bis zum Ende hören, ja? Um eine Entscheidung zu treffen. Hm. Wenn Sie ein Konto eröffnen mit 250, ich kann fast sagen, das ist auch ein Demokonto, weil das ist nur 250 Euro, die Sie den ganzen Tag also für etwas Unsinniges bezahlen können. Sie verlieren Ihr Geld, Sie kaufen etwas Unsinniges. Oder vielleicht weniger. Sie trinken ein Glas Wasser oder ein Glas Kaffee oder ein Glas Tee oder Sie bezahlen, um einen Kuchen zu kaufen oder eine Kleidung für Ihre Frau. Aber jetzt, Sie machen eine Einzahlung und diese Einzahlung wird für Sie morgen Geld verdienen. Ob Sie möchten nicht Geld verdienen, dann verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Ob Sie verdienen möchten, dann machen Sie jetzt, weil was ich jetzt sage, ist nur für heute. Für morgen, ich kann keine Garantieerklärung geben, leider. Ja, ist ja nicht schlimm, ich brauche ja keine Garantie. Ich würde ja nur gerne mal ein Demokonto haben, wo ich Ihr System ausprobieren kann. Sie brauchen kein
keine Garantie, dann warum brauchen Sie Demokonto? Machen Sie jetzt, ob Sie verlieren. Die Garantie hat ja, ich brauche einfach keine Garantie mit irgendwelchen Schenkungen oder Schenkungszusagungen. Das brauche ich nicht. Ich brauche nur ein Demokonto, wo ich mir Ihre Webseite in Ruhe angucken kann. Leider, unsere Webseite gibt es nicht solche Möglichkeit, mit Demokonto einen Handel zu starten. Leider bei uns. Schon belegtes Demokonto, ne? Mit dem echten Konto dann. Sie können bei uns keine solche Möglichkeit finden. Bitte können Sie mit einer anderen Firma probieren. Aber warum? Das ist Zeitverschwendung. Demokonto ist eine Zeitverschwendung. Sie verdienen kein Geld. Ja, für Sie vielleicht, für mich nicht. Wie heißt denn Ihre Webseite? Heißt Access Capital. Alle zusammen mit, kleinen Buchstaben, weil gibt auch Access Capital mit großen Buchstaben, aber sie sind eine andere Firma. Sozusagen, sie haben unseren Namen genommen, ich weiß nicht, was für eine Firma ist das. Wir arbeiten im Finanzmarkt fast 7 Jahre und wir haben professionelle finanzielle Abteilung und wir arbeiten international mit verschiedenen Ländern und bei uns können sie mit verschiedenen Sprachen, weitere Schulungen bekommen. Ob Sie möchten auf Englisch, dann auf Englisch. Ob Sie möchten auf Deutsch, auf Französisch, auf Türkisch auch, ja. Wir sind international. Andere Access Capital ist keine internationale Organisation. Sie arbeiten nur in Deutschland, wie ich meine. Können Sie mir da mal die Domain buchstabieren, dass ich mir die Webseite mal aufmachen kann? Access, natürlich. Ich kann per WhatsApp oder per E-Mail schicken. Nee, buchstabieren geht ja schneller. A, wie Anton. X. Ja. I wie Ida, S wie Situation, C wie Kapital zum Beispiel, A wie Anton nochmal, ja. P wie Peter, I wie Ida, T wie Theodor, A wie Anton, L wie Leidenschaft. Ja, und dann? .io. .io, I wie Ida, O wie Operation. Ja, auf der Seite war ich noch nie. Die habe ich noch nie gesehen. Wie kommen Sie denn da an meine Daten? Ihre Daten? Sie sind Herr Hartmut Schimmeldonner. Was? Ja, aber ich habe mich nie auf eurer Webseite registriert. Sie haben auf unsere Werbung geklickt, mein Herr. Auf unsere Werbung, wo steht, dass Sie Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, verschiedene Metallen kaufen oder daran investieren können. Sie haben drauf geklickt und automatischerweise unsere Firma bekommt so ihre... Jetzt sind Sie weg, ich kann Sie nicht mehr hören. Das Telefon rauscht nur noch. Jetzt höre ich Sie wieder, ja? Ja. Nee, jetzt höre ich nichts mehr. Hallo? Das rauscht nur noch in der Leitung. Jetzt kann ich wieder was hören. Okay. Ich denke, wenn Sie keine Registration gemacht haben, dann woher habe ich Ihre Details? Meinen Sie, wenn ich also potenzielle Kunden also finden soll, kann ich nicht zum Beispiel also potenzielle Kunden finden? Warum potenzielle Kunden? Warum meine Zeit daran also einfach verschwenden? Ja, weiß ich nicht. Also, zumindest kommt mir Ihre Seite nicht bekannt vor. Mein Herr. Wir brauchen Ihre Daten nicht, wissen Sie. Sie haben sicher eine Anmeldung gemacht und wir müssen mit allen... Ja, aber wie gesagt, nicht auf Ihrer Seite. Ob Sie Interesse haben, ob Sie nicht haben, wir müssen auf jeden Fall zurückkontaktieren und weitere Erklärung geben. Mhm. Ob Sie denken, dass Sie keine Anmeldung gemacht haben, was kann ich sagen? Sie verlieren Ihre einzigste Möglichkeit jetzt zur Zeit Ihr Handels. Naja, es rufen ja noch 100 andere an, das ist ja... Sie verlieren Ihre einzigste Möglichkeit, ja? Nee, die einzigste Möglichkeit, das ist ja... Nee, das ist ja Quatsch. Sie möchten nicht riskieren. Sie möchten nicht. Können Sie auch mal irgendwo mal zwischendurch mal die Luft anhalten, weil Sie erzählen immer 10 Minuten und verplempern selber die ganze Zeit die Zeit. Ich habe jetzt eine Frage. Bitte? Ja. Wo seid denn ihr reguliert? Weil ich finde da nicht so richtig was auf eurer Seite. Sie haben nicht gefunden. Nicht so richtig, dann kann ne? Ich per E-Mail schicken. Nee, auf der Webseite würde ich es gerne lesen, weil da muss es ja stehen. Sie haben schon Webseite gefunden und gehört? Ja, auf der Webseite bin ich auf der Startseite und ganz unten steht nur eine Handelsregisternummer, aber nicht, wo ihr reguliert seid. Ich kann unsere Lizenz schicken, ob Sie möchten. Das ist ganz einfach für mich. Aber es muss doch auf der Webseite stehen. Auf der Webseite, ja, wir haben unsere Webseite sozusagen Refresh gemacht, ja. Ja, muss ja trotzdem auch nach einem Refresh sofort drauf sein. Die Information steht bald, morgen, übermorgen, natürlich Sie bekommen. Nee, also wenn man so eine Webseite online macht, dann ist das Pflicht, dass das sofort da wieder drauf ist.
Da gibt's kein Warten. Aber ich kann alle Papiere ganz einfach schicken, ob Sie möchten. Ja, dann schicken Sie mal zu. Schicke ich. Haben Sie weitere Fragen? So, weiß ich noch nicht. Wird sich sicherlich gleich noch rauskristallisieren, wenn ich mir die Seite weiter angucke. Wissen Sie, wir brauchen keinen Mut, ja, um Ja zu sagen und zu schaffen, ja? Sie brauchen null Mut. Sie können jetzt sagen Ja und sofort Ihr Handel starten. Morgen, wenn Sie Profit bekommen, Sie schreiben Danke vielmals, Manuela, dass Sie solche Beratung gegeben haben und ich habe meinen Handel heute gestartet, weil ich Geld verdiene. Ob Sie möchten nicht, warum muss ich überzeugen? Ich brauche das nicht. Ich verliere andere Kunden, die Potenzial haben. Ach so, da möchten Sie mir also keine Informationen über Ihre Firma geben. Aha, ist ja interessant. Also ich soll Geld investieren. Ich soll Geld investieren, aber sagen tun okay, wollen Sie nicht. Investieren Sie jetzt eine Frage und Schluss. Ich brauche keine Zeitverschwendung. Möchten Sie Geld investieren oder nicht? Nee, da ich denke, dass sich das hier auch wieder um Betrug handeln wird, dann werde ich da nicht wenn mein Sie Geld denken, reinstecken das ist bei Betrügen. Sie müssen am Anfang analysieren, ja? Ja, habe ich ja gerade gemacht mit Ihnen im Gespräch und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das hier nur Betrug sein kann. Investieren Sie, was ist das, was für eine Webseite ist, dann machen Sie eine Anmeldung. Machen Sie nicht und verschwenden Sie unsere Zeit und Ihre Zeit. Ja, wenn Sie das so sehen, aber naja, letztendlich handelt es sich hier nur um Betrug, so wie das aussieht. Ich meine, da gibt es ja auch ganz wo viele Warnungen das, schon im Internet über eure Seite. Oh Gott, wo steht das? Ist das ein Betrug? Ja, wenn man das mal googelt hier auf scamdetektor.com, kann man zum Beispiel nachlesen, wer Scammer sind. Und das steht hier schon ganz oben mit drin. Warten Sie kurz. Wenn so alt ist eure Domain ja auch noch nicht. Letztes Jahr habt ihr ja erst die Webseite gegründet. Bitte, ich brauche keine Zeitverschwendung, ja? Ob Sie möchten kein Geld investieren, ob Sie denken, das ist ein Betrug, bitte am Anfang lesen Sie über eine Webseite, dann machen Sie Anmeldung, ja? Danke. Das kann ich ja nicht wissen, weil ich habe ja mich bei der Werbung registriert und nicht bei euch auf der Webseite. Also woher soll ich wissen, ob hinterher ein Scammer rauskommt? Das ist ja technisch gar nicht möglich. Ich bin sicher, wenn Sie bis zum Ende eine Werbung sehen, am Ende, Sie bekommen Informationen, nee. Was für eine da kommt Firma, ja, wenn man sich da 10-mal anmeldet, kommt 10-mal eine neue Firma. Das kann man gar nicht wissen, bei wem man danach herauskommt. Also ist es demnach nur Betrug? Ja, und es ist demnach ganz sicher nur Betrug, denn hier war das Gespräch auch schon beendet. Und die nette Betrügerin hatte keine Lust mehr, irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit uns weiterzumachen. Tja, ich glaube, das hat alles belegt. Da brauchte man irgendwie auch nichts weiter für, denn das ganze Gespräch war eigentlich nichts anderes als unterirdisch, gruselig und fast alles gelogen. Hat ja überhaupt nichts gestimmt. Und rückwirkend betrachtet sowieso nicht. Einfach nur unterirdisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so über die nette Betrügerin hier gedacht habt. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr seht noch eine Playlist mit einer größeren Auswahl an Videos hier auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.